Und mit dem da. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. Gib mal Gas, du Rattenfalle, du. Renn. Und weg ist sie. Die kommt sobald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Tada! Gut. Wieder etwas geschafft. Herr Kellermeister! Kann ich jetzt nach Hause gehen? Herr Kellermeister! Hallo, Wilbur! In der Küche lebt ein bösartiger Schleim. Wissen Sie eigentlich, dass in einem Topf in der Küche bösartiger Schleim lebt? Ja, hat mir heute Morgen eine Wurst geklaut. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Na ja, leben und leben lassen, sage ich immer. Solange er nicht ans Bier will. Okay. Aber das ist gut. Also du hast nichts gegen diesen bösen Schleim. Aber die Ratte hat ausgespielt. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt sobald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Jo. Bis später, Junge. Du hast gerade ins Gehirn geschüttet. Ja, wie auch immer. Rattenloch? Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Ja, eben drum. Vielleicht vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Nein. Oder noch mehr Ratten. Nein. Das ist doch einfach. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund vielleicht oder noch mehr. Ja, lass es bleiben. Roboter? Der X100 ist ein ziemlich guter Rattenjäger. Ich hoffe nur, er hält mich nie für eine Ratte. So, was mache ich jetzt mit den Küchenabfällen? Solange der Schleim dort drin ist, werde ich den Topf garantiert nicht mitnehmen. Schleim kann bösartig sein. Böser Schleim! Vielleicht hat er noch Hunger? Da rein? Nein? Gut, dann lass es bleiben. Kaffeekanne? Da rein? Ich glaube kaum, dass ich den Schleim aus dem Topf schöpfen kann. Nicht. Mit dem Netz? Ich werde den Schleim kaum mit einem Netz einfangen können. Er ist zu schleimig. Gut, dann lassen wir es bleiben. Raus. Was sagt der Kamin? Früher hatte ich große Angst vor dem Kamin. Heute nur noch ein bisschen. Okay. Gehen wir noch draußen. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Du bist in meinem Adventure. Und soll ich dir was sagen? Das Abenteuer hat schon begonnen. Kuckuck. Au. Gremlin? Hey du, Junge! Du musst mich hier herausholen! Schnell! Bitte! Ich bin entführt worden! Eine Elfe hat mich befreit! Sie wollen... So glaube mir doch! Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann! Hör zu, Junge! Es ist zu spät! Siehst du diesen Ring? Nimm ihn nicht! Nimm ihn nicht! Er ist der Schlüssel! Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Nimm ihn nicht! Nein! Unser aller Schicksal hängt davon ab! Oje. Oje.
Nichts auch noch. Das große Abenteuer hat begonnen. Guckst oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa. Der hat für die Allianz gekämpft. Okay. Guck dir mal den Ring an. Ein schwerer goldener Ring. Er fühlt sich warm an. Auf der Innenseite sind feine Schriftzeichen zu erkennen, doch ich kann sie nicht lesen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Oder so ähnlich. Leider sagt er kein Text. Okay. Die haben wir alle schon angeguckt. Da sind wir gerade rausgekommen. Eiszapfen? Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen. Komm, nimm. Hat funktioniert. Ich hab einen. Gut. Ich würde sagen, mit dem Eiszapfen in die Kaffeekanne. Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Ja, dafür wäre ja dann der Kamin gut. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo können wir hin? Zwergenbastion. Aufgespannte Plane. Eingang des Gnomenbaus. Eine Rolle. Die Bastion und Zwergenstatue. Na, guck die mal an. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Bist ja auch ein Gnom. Da gehen wir noch nicht hin. Obwohl, betrachten können wir es ja. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Okay. Also man kann sie nur schwach sehen, ne? Aber hier ist so eine Plane. Ich tue die jetzt gerade so umrunden. Das ist beim Gerüstbau so üblich, ne? Dass man da so Planen spannt, damit nichts runterfällt. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Nimm sie dir. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Nein, nimm sie dir. Guck dir mal die Rolle an. Ist das vielleicht auch eine so eine zusammengerollte Plane? Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Ja, dann nimm dir die. Brauchst du nicht rumklettern. Gut. Dann würde ich mal sagen, besuchen wir doch den Opa, oder? Den der Kellermeister, den du erwähnt hast. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Du sollst ihn betreten. Hatte ich doch irgendwie gesagt. Tick-Tack. Moment. Gucken. Oh je. Da ist wieder eine Menge zu gucken. Na gut, erstmal, was haben wir hier? Ein Bild an der Wand. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik. Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Papa. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber, naja, bisher fehlte mir der Mut. Das ist jetzt völlig egal, du hast den einen Ring. Der goldene Ring des Gremlins. Ich soll ihn so schnell wie möglich zum Erzmagier der Menschen bringen.
Und eine Plane. Eine reißfeste Plane mit Ösen an den Seiten. Überraschend leicht. Gut. Was haben wir denn noch? Das Bild? Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stelle. Das mein kennen Vater, wir schon. Mutter ist, sie hat mit einem meine kleine Opa, wie es scheint, ich würde lieb. Kennen wir doch schon. Ein Stuhl. Ein Stuhl. Ja, gut. Was eine ist das? Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Und welche Stunde haben wir? Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Ah. Okay. Und der Stuhl? Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Ja, warum betrachten wir ihn dann? Wie ich schon sagte. Ein Stuhl. Zum Sitzen. Ja, und warum gucken wir ihn an? Es ist immer noch ein Stuhl. Ja, ich will aber wissen, warum wir ihn angucken. Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Ja gut, aber warum gucken wir ihn dann an? Es ist ein Stuhl. Wirklich. Ja gut, aber ich möchte trotzdem nochmal, dass du den Stuhl anguckst. Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Nein, ist es nicht. Es ist immer noch ein Stuhl. Ein schönes, großes, weißes Pferd. Okay, wie geht das noch weiter? Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Gut. Den haben wir jetzt angeguckt. Gibt's da noch irgendwas? Ich antworte einfach nicht mehr. Der ist gut, aber ich glaube, du antwortest trotzdem nochmal. Der Stuhl? Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Gut. Das ist gut, da haben sie viele Sätze eingebaut. Und warum haben wir da Metalltor? Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Mhm. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Echt? Das werden wir gleich ausprobieren, nachdem wir nochmal den Stuhl angeguckt haben. Ein Stuhl. Ja. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Gut. Wie ich schon sagte, ein Stuhl. Zum Sitzen. Schön. Und die Kugel? Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Ich dachte schon, du und was bauen? Ja. Nehm. Funktioniert das Teil denn noch? Sieht so aus. Wie gut, dass du das nicht gebaut hast. Er fliegt aber recht gut. Ist wohl nicht nur mechanisch. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Da ist wohl ein bisschen Magie auch noch mit drin, oder? Nimm ihn dir. Da komme ich nicht dran. Warum nicht? Da komme ich nicht dran. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Da komme ich nicht dran. Ja, warum denn nicht? Nimm ihn dir. Da komme ich nicht dran. Na gut. Betrachte das Chemieexperiment. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Auch interessant. Und weiter? Ich fasse davon lieber nichts an. Wir Gnome haben eine goldene Regel. Mische dich niemals in die Experimente anderer ein. Nein. Guck das nochmal genauer an. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem grünen Zeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Klingt noch einen guten Plan. Und weiter? Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Klingt gut. Was haben wir denn noch? Den Stuhl. Den wir jetzt nicht brauchen. Zahnräder, ein Blumentopf und dieser Schaltkasten. Blumentopf. Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Ja, das, wir gucken da trotzdem nochmal drauf. Sieht nicht so aus. Also nix. Okay, die Zahnräder? Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Okay. Da
Dann guck dir mal die Hebel an. Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Okay. Schlafzimmer. Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Wirklich nicht? Dann Maggies Zimmer? Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Ja, warum denn nicht? Sie konstruiert Kampfroboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Oh, dann würde ich den lieber auch nicht benutzen. Okay, dein Zimmer?